Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon begonnen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und wir sind hier im Urtal. Das letzte Mal haben wir einen kleinen Sidequest gemacht, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht einmal eine Hütte erwerben können, aber dem ist anscheinend nicht so. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Quest, das Horn von Jürgen Windrufer. Dazu müssen wir jetzt, da querfällt ein, wir könnten uns darüber beamen, aber ich werde das jetzt so halten. Ich werde einfach losmarschieren und immer wenn was kommt, werde ich es euch dann aufnehmen. Dabei ist unser Ross, ich bin gespannt, ob wir da reiten. Wir reiten nicht. Wir laufen einfach zu. Egal. Ich laufe einmal los und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, wir treffen da auf Krabbelgetier, ja. Die nette Spinne. Mit der gehen wir ein wenig spazieren. Ich muss mir den nur einmal von vorn anschauen. Wo gehst denn du hin? Mit Beschwichtigen funktioniert das bei der Spinne noch. Aber ich weiß nicht wie lang. Das werden wir uns da jetzt verziehen. Die ist echt nice. Okay, gut. Wir müssen darüber. Ja. Ich schätze mal da am Berg und dann haben wir es gleich geschafft. Und Leute, ja, da beginnt er schon. Ich weiß nicht, mit wem der jetzt da kämpft. Aber die sind alle böse. Wir werden wieder mal probieren, die Harmonie. Kurzerhand. Ja. Das sind Zauberer. Das gibt nämlich für alle, ja. Wer bist denn du? Banditenmarodeur. Dir nehme ich doch gleich mal alles weg. Und du? Banditen-Totenmagier. Das wird gefährlich, Leute. Und was braucht ihr? Denk nicht mal im Traum daran. Was machen wir mit den Jungs jetzt? Wir machen das ganz gemein, Leute. Verbrennen haben wir da, ja. Wir können die Jungs auch mal aufs Korn nehmen. Ein Herausforderer ist in der Nähe! Ein Gestöhne und Geschreie, das ist unglaublich. Die hat mir den Hammer nicht gegeben. Schaut das wieder aus. War das alles? Ja. Echt fies. Da ein Häufchen Asche. Wir müssen doch versteckt bleiben, um ihnen alles wegzunehmen. Das dürften sie gar nicht mitkriegen, ja? Okay. Nun gut. Das geht. So, wir müssen jetzt darauf. Und da rein. Okay. Gut, wie gehabt, machen wir das so. Unsere Jungs gleich einmal neu spawnen und wir rüsten uns aus. Und rein geht's, ja? Da
das ist wieder so ein Dungeon, schätze ich mal. Mit Untoten und Geistern und Magiern oder Tod und Teufel und die werden mich wieder anständig hernehmen. Ja, sieht schon danach aus. Gut. Da hinten sind schon welche, ne? Der arme Teufel, gegen wen haben die jetzt da gekämpft überhaupt? Irgendwie ist das ein wenig strange hier. Lauter Tote. Naja, egal. Unser Großvater ist noch immer beschwichtigt, seht ihr? Oder ist es ein anderer Zauber? Ich schätze mal. Aha. Gut, wir müssen da weiter irgendwo. Nehme ich darauf und das heißt. Einfach mal durch die ganzen Tunnel, ja. Also darunter. Wozu hat man seine Vasallen? Das haut schon hin auch, ja? Na, lassen wir das. Lassen wir das, haben schon wieder reingeschaut. Na, typisch. Na, also, gut, das hatten wir mal. Das hätten wir mal, das hätten wir mal. Belran, du bist okay. Meine Armee macht das recht flott, das ist cool. Was ist denn das für ein Zeug? Ach, Schmarrn. G-
ist noch was drin. Das Kaurus-Ei. Gut, ja, hallo, wo sind wir da jetzt rein? Wiederherstellung haben wir auch verbessert, passt schon. Ist cool jetzt. So, wo müssen wir jetzt da weiter? Diese Richtung. Wir haben da ja feuerartmäßiger Speer, Blödsinn beschwichtigen. Ich finde das Zeug schon wieder nicht, ist klar. Das Magierlicht, genau das wollte ich. Beschädigtes Buch und beschädigtes Buchschwan. So, du hast auch noch. Achso, okay, können wir die Rüstung nicht wegnehmen. Dann geht's da weiter. Schätze mal, wir müssen dort weiter, ja? Was bist denn du für einer? Ein Traugwicht? Ja, ja, Leute, ich habe ganz vergessen, weil ich mich jetzt da kurzerhand auf die Zauber konzentriert habe, weil nämlich doppelgewirkter Zauber, also als eine Kugel weggeschossen, hält nämlich den Gegner ein wenig auf, ja. So ist das nämlich. Und deswegen, weil mit der Xbox-Steuerung zu visieren ist ein wenig schwierig. Aber die Traug vertragen nicht unbedingt Feuer. Das ist nicht ihr Ding. Und hier looten und alles mitnehmen. Ihr seht, wie tricky die Steuerung ist. Ich kann dann nicht auf den Millimeter genau. Da ist gerade ein Traug aufgestanden, gell? Ja. Das ist die untere Höhle und jetzt müssen wir da oben drüber. Na klar. Ah, da hirschen wir schnell durch. So schnell es eben geht. Ja. So, noch einmal neu, bevor wir da reingehen. Dann haben wir die Jungs wieder 2 Minuten lang und dann das Verbrennen in die Hand. Und Tiefengewölbe. Da sind wir dann schon richtig. Und ich schätze mal, jetzt wird's dann heiß, heiß, heiß. I love destruction. Ja, irgendwie die Geschichten der kleinen Nebenquests sind interessanter als das hier. Ja? Und wir werden noch alle machen, egal. Wieso schleiche ich da eigentlich? Da ist Wasser.
Totenschädel überall. Ich weiß nicht. Was wird die Tier dann? Ich rieche Schwäche. Fuß! Ich verwende jetzt diesen Verbrennungszauber aus einem Grund, weil ich muss für den Master Spell noch ein wenig die Zerstörung leveln. Und den hätte ich gern auch mal gesehen. Ja, in der Nähe ist gut. Ups. Oh, awesome. Druckplatten oder was ist denn jetzt los? Die kümmern sich da um alles, die Jungs. Okay. Die laufen da alle durch die Gegend wie wild. Ihr seid, es konnte nicht anders enden. Koordiniert sind die Jungs nicht unbedingt, gell? Okay. Na, verflixt, wo ist denn das Zeug? Hier noch ein wenig gelootet. Ne? Jetzt müsste die Traugeisel bald mal da oben rauskommen, ne? Wenn die uns verfolgen. Ein Herausforderer! Da seid ihr ja! Ja, ich wusste es doch, dass der Ruhelose, der arme Teufel. So, wir sind jetzt, wenn ich sage, ja, da rüben rein, da runter, und dann da rein und dann wieder darauf. Ist das vielleicht was? So, jetzt müssen wir es aber bald geschafft haben. Das ist doch Öl, oder? Ja. Passt. Ich rieche Schwäche. Die laufen davon? Ja. Na gut. Ich schau. Fuß! Ja. So, jetzt setze ich mir mal hin. Geht doch gar nicht. Das glaube ich doch nicht. Seht ihr, den beschworenen Schutzgeist. Ist ja cool. Ist ja wirklich heiß.
I love Magic. I love Magic. Wir müssen da runter. Ja? Ja, das dauert wirklich lang. Sorry, Folks. Ich habe gedacht, das geht mal so. Rasch auf die Schnelle. Hier müsste ja doch bald einmal, ja, das Ende sein. Und was war das jetzt? Schauen wir gleich einmal nach. Unter Magie. Wir haben da die Kräfte und die Schreie und das Feuerraten. Sturmruf. Den haben wir schon. Ätherische Gestalt. Das Tum greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden noch jemanden verletzen. Aufladen 20. Wir werden das gleich einmal aktivieren. Das kommt ja meiner Natur ziemlich entgegen. Ich werde ihn auch gleich mal ausprobieren. Ah, nicht da rein, komm. Und wie ist jetzt das neue Questziel eigentlich? Sind wir da jetzt fertig? Nö. Wir brauchen da die Karte. Verflixt. Aber wie du suchen das Zeug nochmal. Ich glaube, wir machen hier kurz einen Schnitt, ja? Weil... das wird dann zu lange dauern. Ich bin jetzt schon ziemlich über der Zeit. Und Tosita, ihr Großvater und unsere zwei Tremora verabschieden sich jetzt, so wie ich. Wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es da heißt, ja, Jürgen Windruf aus Horn zu finden. Ne? Okay, bis dann, euer Tos. Ciao. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.